Summer of Engineering 2017. Wir sind in Kaufbeuren bei Sensortechnik Wiedemann, kurz STW, Spezialist für intelligente Komponenten rund um die mobile Arbeitsmaschine. Arbeitsmaschinen und Industrie 4.0? Passt das überhaupt zusammen? Das wollen wir von den STW-Digitalisierungsexperten Thorsten Walter, Hans Wiedemann und Stefan Lang wissen. Letztlich ist das kein Widerspruch. Industrie 4.0, da denken wir an Smart Factory, da denken wir an Losgröße 1. Das sind Dinge, die da eine Rolle spielen. Bei den mobilen Arbeitsmaschinen, wie der Name schon sagt, spielt eine Rolle, wo befinden sich diese Maschinen. Letztlich ist hier eigentlich das Thema, dass Geschäftsprozesse digitalisiert werden. Also eine digitale Transformation ist das, was hier letztlich das zentrale Thema darstellt. Dazu bieten wir Lösungen, Möglichkeiten, Hardware und auch eine Cloud, um unseren Kunden zu befähigen, diese Transformation für sich durchzuführen. Und mit dieser Technologie gelingt die digitale Transformation. Der STW-Demonstrator verdeutlicht die Chancen der Digitalisierung. Durch Vernetzung der Sensorik mit der Cloud ergeben sich neue Geschäftsmodelle. Everything as a Service ist das Stichwort. Bei Baumaschinen kann dies beispielsweise das Abrechnen der tatsächlichen Erdbewegung sein, anstelle von klassischen Kauf- oder Mietmodellen. Vor Ort bekommen wir einen Einblick, wie einfach Arbeitsmaschinen in die Cloud zu bringen sind. Nur schnell per WLAN mit dem Demonstrator verbunden, schon haben auch wir auf unserem Tablet Einblick auf die Live-Werte der Sensorik. Mit dem Zeiger zusammen, dann gibt es die andere Achse, die sich da bewegt. Und so kann ich zum Beispiel den Beschleunigungssensor hier direkt ablesen, die Werte, die der mir liefert. Wir sehen also, in kürzester Zeit lassen sich erste Schritte hin zur digitalen Transformation gehen. Vor den Toren des STW-Werks bekommen wir eine bereits digital transformierte mobile Arbeitsmaschine zu sehen. Der Pistenbully im Format 1:6 ist vollgestopft mit STW-Technik. Sensorik, Steuerung, Mobilfunkanbindung, selbst der Sound, alles genau wie beim Original. STW nutzt den Pistenbully, um den Auszubildenden die Digitalisierung mobiler Arbeitsmaschinen näher zu bringen. So werden die Grundlagen von Assistenzsystemen oder autonomen Arbeits- und Fahrfunktionen vermittelt. Eine Arbeitsmaschine 4.0 im Kleinformat. Doch nicht nur im Kleinen muss die digitale Transformation gelingen, wenn es nach STW geht. Zum Abschluss unserer Reise treffen wir STW-Geschäftsführer Dr. Michael Schmidt. Was bedeutet für ihn Digitalisierung? Die Sicherung der Zukunft des deutschen Mittelstandes. Ich glaube, dass die Konzepte, die über die letzten Jahre, Jahrzehnte uns wirklich so erfolgreich gemacht haben, durch die Möglichkeiten der Digitalisierung zwar gefördert werden können, aber bei Nichtbeachtung einfach die Zukunft gefährdet ist. Und ich würde eigentlich mir wünschen, dass viele meiner Kunden das Thema Digitalisierung als Chance verstehen würden, aber auch verstehen, wenn diese Chance nicht ergriffen wird, dann ist das eine massive Gefährdung des Zukunftspotenzials. Digitalisierung ist also ein Muss für die Hersteller mobiler Arbeitsmaschinen. Wer den Trend verschläft, verliert. STW ist für die Zukunft gerüstet und kann bei der digitalen Transformation der Prozesse mobiler Arbeitsmaschinen helfen. Das haben wir heute gelernt beim Summer of Engineering.